Jo, halt zurück zu Trübebrook. Ich habe keine Ahnung, was hier ich mit Mutti noch machen kann. Ich habe ja die Angeln alle kassiert. Vielleicht wäre es ja noch mal heiß, hier in den Keller zu kommen. Ist immer noch zu wahrscheinlich, ne? Verschlossen. Die Uhr war nix, kann man nur gucken. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Das habe ich schon aufgenommen, ne? Da sitzt eine Made. Ja. Die fühlt sich richtig wohl. Okay. Wie kriege ich die? Ich rette dich, kleiner Freund. Okay, sehr gut. Das ist schon mal gut fürs Angeln. Aufnehmen, nee, wollen wir nicht. Ich möchte das Buffet nicht einpacken. Es gehört eigentlich direkt in den Müll. Aber ich liebe Käsespießchen. Siehste? Okay, Käsespießchen mit Olive. Noch irgendwas Nices. Was können wir noch machen? Wir können noch recken, ne? Ich möchte das Buffet nicht einpacken. Es gehört eigentlich direkt in den Müll. Okay, was ist denn das hier hinter? Sieht man nichts mehr. Okay, aber das hat ja schon mal was gebracht. Wir können immer nur noch das machen, das auch nicht. Aber können wir zumindest mal hinten angeln, oder? Komm, Freund. Bisschen schneller. Tack, tack. Okay. Dann lass uns mal hinten zum Steg gehen. Kätzchen ist immer noch da und Kätzchen ist ein Fuchs. So, also rein theoretisch können wir doch da hingehen und sagen, Angeln mit Wurm. Also das hier, sauber. Na dann, Petri heil. Katsching, jetzt bin ich ja mal gespannt. So, was ist das? Was zum... Ein... Was zum Kuckuck. Dosenöffner. Aha, brauchen wir auch. Sehr gut. Was ist denn das hier eigentlich? Es ist nur der Steg, ne? Stichwort Auswilderung. Aber in der Dose kann ich den Thunfisch nicht aussetzen. In der Dose, genau. Also, wir holen erstmal unsere Angel hier wieder. Das kann wohl nicht sein. Was ist denn... Kann man hier mit dem Corner irgendwas kombinieren, oder was? Oder dass man sagt, Kätzchen, du kriegst hier schön Dose... Okay. Aha. Gute Idee. Jetzt brauche ich nur noch etwas, um das Tierchen zu betäuben. Betäuben? Allah. Ein schöner, gesunder Baum. Acer pseudoplatanus, der Bergahorn. Ah, Ahorn. Sehr schön. Okay, also rein theoretisch, ich glaube jetzt nicht, dass ich den da runterballer mit so einem Blasrohr und Käsespieß. Gute oder Idee. Jetzt brauche ich nur noch etwas, um das Tierchen zu betäuben. Ja, man kann es nicht kombinieren. So einfach komme ich nicht an sie heran. Ich hätte jetzt gedacht, mit irgendwie lecker... Das geht nicht. Komm her. Ich meine, es wäre witzig, aus dem Käsespieß mit dem Schilf irgend so ein Blasrohr zu machen und runterzuballern. Das wäre natürlich witzig. So, gibt es was Neues zur Katze? Fragen wir mal. Wahrscheinlich nicht, ne? Guten Morgen. Der Herr? Katze?
Was mit Klaus? Gibt es Neuigkeiten von Klaus? Nichts. Okay. Ich empfehle mich. Eigentlich ein ganz schöner Tisch. Besprech mal mit Mom, wahrscheinlich sagt die, ey, Alter, warum hast du hier noch nicht alles fertig? Man braucht wohl erst einen Schlüssel, um die Anlage starten zu können. Genau, du Superhirn. Hast du schon im Dorf rumgefragt, ob ihn jemand hat? Es leuchtet rot. Hochspannung. Lebensgefahr. Gute Idee, Hans, aber das würde nicht funktionieren. Nein, 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 Hans. Das wäre wirklich keine gute Idee. Ja, schon klar. Also wir haben ja eigentlich auch noch einen Karton und so, ne, oder? Jetzt gucken. Machen wir auf hier. Jede Menge Bügel. Einen blauen und einen roten. Irgendwie rotes und blaues Kabel, oder was? Okay, Dose mit Dose. Kann man hier nichts kombinieren? Irgendwie Dosenöffner mit Dose oder irgendwie sowas? I don't know. So, lass uns mal hier gucken. Ich wüsste nicht, wie. Ich auch nicht. Offen gestanden. Okay, das können wir nicht. Also hier ist nicht so cool. Komm, wir gehen wieder runter. Wie kriegen wir das Kätzchen da runter? Die Angel brauchen wir eigentlich nicht mehr, ne? Guten Morgen. Morgen, Herr Tenhauser. Ich möchte gerne die... Ich muss weiter. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Professorchen? Kann man die zurückgeben, die Angel? Sie ist die Wirtin des Gasthauses. Ja, stimmt, genau. So sieht das aus. Guten ich Morgen. Sag mal so. Morgen, Herr Tenhauser. Gibt es in diesem Nest eigentlich keinen einzigen Polizisten? Nest? Na, hören Sie mal. Der Kommissar ist für den ganzen Landkreis zuständig. Und hier in Trüberbrook ist das letzte Mal vor 15 Jahren was passiert. Oh. Da war ein Hund entlaufen, wenn ich mich recht entsinne. Wollen Sie die Geschichte hören? Halten Sie mich einfach auf dem Laufenden. Natürlich, Herr Dr. Tenhauser. Wegen der Seilbahn. Klar, was möchten Sie noch wissen? Wer hat den Schlüssel? Genug gehört. Danke. Kann ich... Nee, auf Wiedersehen. Ich muss weiter. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Professorchen. Geh raus. Guten Morgen. Der Herr? Gibt es Neuigkeiten von Klaus? Nichts. Ja, dachte ich fast. Können Sie mir etwas über die Seilbahn im Ort erzählen? Ach, lassen Sie mich bloß mit der alten Seilbahn in Ruhe. An die will ich gar nicht denken. Ja, das glaube ich. Ich empfehle mich. Okay, schockt nicht. Tap, tap, tap. Was war denn hier mit dem Eimer? Hilarius der Unberatene, Markgraf von Trüberbrook, Bezwinger des Drachen, Retter von Trüberbrook, ja, im Jahre des Herrn 1250 Anno Domini. Kann ich nicht irgendwas sehen? Oh, Dosenöffner, ja, geil. Okay, Katsching. Oh, das gibt Ärger. Jetzt ist sie ein Fall für den Metallrestaurator. Lass mal gucken. Irgendwas kann man doch bestimmt hier mitnehmen. Ich habe in einer Übersprungshandlung das Wahrzeichen des Ortes, eine alte Ritterrüstung, fachgerecht in ihre Einzelteile zerlegt. Notiz an mich selbst. Neuen Termin zur Psychotherapie vereinbaren. Ja, ja, komm. Was nehmen wir da mit? Ja.
Ja, nice. ich weiß nicht. Ohne die kitschige Rüstung sieht dieser beutige Sockel schon viel besser aus. Ja, geil. Vielleicht kann man dem Mädchen jetzt erzählen, ich bin von woanders. Mal gucken. Hilarius der Unberatene? Seid ihr es? Absolut. Ich möchte nicht erschrecken. Trude würde mein Auftritt sicher nicht gefallen. Eigentlich ein ganz schöner Tisch. Was ist denn, wenn ich hier raufgehe und mit Mutti mal rede? Die sagt, Alter, was soll das denn? Kann man ja auch schnell gehen? Nee. Lass das jetzt so. Das ist ja geil. Strom fließt wieder. Okay. Wir brauchen noch den Schlüssel. Kätzchen. Was ist da oben? Da muss man noch. Da hängt nur zur Deko da. Also ich will mich nicht mehr verarschen lassen. Na komm, geh weiter. Eisdiele. Das Kätzchen müssen wir knacken, ne? Aber ich habe keinen. Ich habe keinen Blasrohr. Ich kann noch mit nix. Komm, wir können das hier doch irgendwie mal aufbrechen. Verschlossen. Surprise, surprise. Fähnchen. Die saß vor da oben. Hades. Tretbootverleih, Souvenirs, Anglerbedarf. Geschlossen. Da ist der Lack ab. Kätzchen. Gute Idee. Jetzt brauche ich nur noch etwas, um das Tierchen zu betäuben. Betäuben? Womit denn? Was sagt mein Inventar? Habe ich noch einen Dosenöffner? Komm, es geht doch nicht so. Ich muss die doch irgendwie füttern oder was weiß ich. Hier, komm, mit Futter. Ah, Dosenöffner ist weg. Shitty shit. Und zu betäuben. Gift ist es nicht. Also lass nochmal hier drüben gucken. Kann nur das Buffet sein. Oh, wo willst du hin? Nein. Nee, das ist das, ne? Ich wollte dahin. Ohne die kitschige Rüstung sieht dieser beutelige Sockel schon viel besser aus. Eigentlich ein ganz schöner Tisch. Guten Morgen. Der Herr? Ich empfehle mich. Nix. Das Mädel wäre noch irgendwie interessant, oder? Dass man jetzt mal irgendwie sagt, komm, ich bin Außerirdischer. Das geht auch noch nie auf, ne? Verschlossen. Ich will die Kleine lieber nicht stören. Hier, mit diesem Sterntagebuch stehe ich in Kontakt mit meiner Heimatwelt. Absolut. Eintrag. Habe soeben das Menschenkind Leni getroffen. Sie ist Hüterin eines Geheimnisses. Ist das wirklich ein Sterntagebuch? Darf ich aufmalen? Gern. Hier spricht Leni vom Planeten Erde. Mein Onkel hatte ein Geheimversteck unter der losen Diele in Zimmer 3. Aha. Zimmer 3? Da wohne ich doch. Zimmer 3 war früher das Zimmer von meinem Onkel Heinz.
Und wo ist dein Onkel jetzt? Meine Mama sagt, er lebt jetzt auf dem Planeten Nichtsnutz. Jeder hat einen Onkel Heinz. So, komm, lass mal hochgehen, Diele. Lockere Diele, Zimmer 3. Crazy, wo ist die Diele? Unterm Teppich, oh mein Gott. Oh, hier ist tatsächlich ein Versteck. Take the shit. Lauter nutzloser Plunder und eine fast leere Flasche Schnaps. Ich nehme nur den Schnaps. Bolzenschuss. Also wir können das Kätzchen nochmal irgendwie runterballern, oder? Ist es nicht so? Lass uns mal gucken, ob das geht. Drei Sachen kombinieren. Ich sag Käsespieß mit Blasrohr und Schnaps. Könnte klappen. Vielleicht muss man es auch einfach nur füttern. Wer weiß, außerdem ist es ein Fuchs. Jetzt beeil dich mal. Ja. So, Katzi. Und das alles zusammen sauber. Neun Leben hin oder her. Ich glaube nicht, dass sie diesen Sturz überleben würde. Hm. Geh mal halt dahin und fang die auf. Neun Leben hin oder her. Ich glaube nicht, dass sie diesen Sturz überleben würde. Was haben wir denn? Da ist der Lack ab. Karton. Komm, Karton. Ein schöner, gesunder Baum. Acer pseudoplatanus. Der Bergahorn. Was wäre denn, wenn wir... Ich weiß nicht, die... Ich hatte jetzt gedacht, den Thunfisch oder was auch immer das ist, hier irgendwo hinpacken, dass sie runterkommt. Geht nicht. Oh Mann, ich kann die runterballern, aber klappt nicht. Tretbootverleih. Eine Stunde, eine Mark. Baumpolster. Irgendwie sowas wie... Puh. Aus dem Zimmer oder sowas. Ich meine, wir haben noch ein paar Bügel, Kleiderbügel und so weiter. Mehr haben wir nicht. Ja, da geht's auch nicht weiter. Oder? Was sagt das Inventar? Karton haben wir noch. Damit brauchen wir die, ballern wir die runter. Ja, also wir müssen irgendwas finden, was polstert. Ja, bleibt ja noch eigentlich nur das Zeug im Zimmer. Ne? Habe ich irgendwas verpasst? Fumi und die Zeitmaschine. Ich liebe solche Streifen. Aber aus quantenphysikalischer Sicht sind sie natürlich völliger Quatsch. Absolut. Was ist mit dem Schlüpper hier? Da oben ist eine Wäscheleine bis unter mein Fenster gespannt. Ja, aber das haben wir eigentlich schon gemacht, ne? Kann ich das Tischchen mitnehmen? Eigentlich ein ganz schöner Tisch. Guten Morgen. Der Herr? Kann ich Steine Decke haben? Naja, ich empfehle mich. Nichts von Neues von Klaus. Gehen wir mal rein. Warum irgendwas zum Polstern? Zeitung? Ne. Kann ich irgendwas mitnehmen?
Lass uns mal ins Zimmer gehen. Oh, den Teppich, kann ich den mitnehmen? Nee. Koffer mitnehmen? Ich will den Tatort nicht verändern. Ach Mann. Leer. Ist er sicher? Das da kann ich doch mitnehmen. Ah, wie geil. Vielleicht reicht das, oder? Ich hoffe, dass es reicht. Yes, Decke hinlegen, Katze wegballern. Katze die Fuchs ist. Federweich. Mhm. Katzi. Katsching. Feuer. Ja, nice. So, bleib hier. Du Vogel. Oh no. Hm. Kannst du wieder mitnehmen? Nee, oder? Nee, wo ist Katze jetzt hin? Zurückgelaufen zu Opi. Ja, nice, läuft weg. Oh. Hm. Wie wär's mit Futter? Das schmeckt dir wohl, hm? So, jetzt greift ihr Kätzchen mal. Katsching. Klaus? So, Klaus ist back. Oh, wo ist Klaus jetzt hin? Klausi! Ist Klaus jetzt hier mit seinem Karton da reingelaufen, oder? Ne, da kann man nicht weiter. Hat er irgendwo Futter da? Lass mal reingehen. Hast du Klaus gesehen, Junge? Guten Morgen. Der Herr? Neues von Klaus? Nichts. Okay. Ich empfehle mich. Ist Klaus hier reingerannt? Hallo, haben Sie Klaus gesehen? Also hier ist der Karton nicht. Irgendwas verpasst. Klausi. Alter, wo ist Klaus denn? Hier raufgerannt oder was? Da ist Klausi. Von hier gibt es keinen Ausweg mehr, Kätzchen. Genau. Katsching. Oh no. Oh. Ich glaube, sie ist vor Schreck eingeschlafen. Ja, das könnte... Jetzt habe ich dich. Alter, Klausi ist mal richtig geschockt. Tasercat. So, mal gucken. Jetzt können wir Klausi doch hier abliefern beobachten, oder? Obi, guck mal, ich habe Klaus wieder mit dabei. Ist das hier vielleicht Ihr Kater Klaus? Oh, mein armer alter oh. Klaus! Wedelt wo noch. Bist du ja, nur gewesen? Klar. Du siehst ein bisschen erschöpft aus. Ja, getasert, mein Freund. So, wie sieht's denn aus mit, kannst du mir mal was hier schlüsselmäßig... Der Herr? Seilbahn? Was ist denn mit der Seilbahn?
Die Seilbahn hat einmal mir gehört. Das ganze Bergwerk sogar. Ja, alles wurde mir genommen. Diese ganzen Verrückten haben alles kaputt gemacht. Die Seilbahn, das Bergwerk, das ganze Dorf. Bitte fahren Sie fort. Ich bin ganz Ohr. Immer mehr Fremde sind in den Ort gekommen. Weiß der Geier, was die da in meinem Bergwerk getrieben haben. Aber nach ein paar Jahren schnellen Profits haben sie den Laden dicht gemacht und gleich die ganze Seilbahn stillgelegt. Muss man sich mal vorstellen, das war mein Lebenswerk. Die haben das Bergwerk geschlossen, die Leute vertrieben und aus einem ehemals blühenden Luftkurort eine Geisterstadt gemacht. Tja, was für Verrückte. Was denn? Sind das für Verrückte, von denen Sie da sprechen? Die Millennium-Kooperative, ein multinationales Konglomerat, rücksichtslos und ohne Skrupel. Die lassen uns kleinen Familienunternehmen kaum etwas übrig. Was meinen Sie mit kaputt gemacht? Erst haben sie mir das Bergwerk entrissen. Dann kamen immer mehr dubiose Eierköpfe und fremde Arbeiter mit ihren Riesenmaschinen in den Ort. Und haben uns die Kurgäste vertrieben. Okay, Sie haben ein Bergwerk betrieben? Ja, ich bin doch der Freiherr von Sülz. Unternehmer und Montaningenieur in dritter Generation. Förderer der Gemeinde Trüberbrook. Beigeordneter des Gemeinderats. Ortsvorsteher der Ortsteile Trüberbrook-Sülz und Trüberbrook-Dössel. Und als Kunstmäzen über die Grenzen des Landes bekannt. Ja, dann. Tut mir leid, dass man Ihnen so übel mitgespielt hat. Wo ist der Schlüssel, Junge? Ich danke Ihnen für Ihre Anteilnahme. Würden Sie mir vielleicht den Schlüssel für die alte Seilbahn ausleihen? Sie waren heute so gut zu mir. Sie haben einen alten Mann und seinen treuen Kater wieder miteinander vereint. Ich würde Ihnen alles geben. Mein ganzes Erbe können Sie haben. Aber Sie, bescheidener Mensch, wollen nur diesen alten Schlüssel. Absolut. Hier, bitte. Oh, ich verstehe zwar nicht, was Sie damit wollen, aber nehmen Sie ihn nur mit. Okay, wenn das der Schlüssel für die Seilbahn ist, probiere ich trotzdem mal aus, ob das vielleicht auch der Schlüssel für diese geheime Teller, Kellertür ist. Tellerkür. Komm. Schlüssel. Passt leider nicht. War klar, okay. Ich hatte aber auch nichts anderes erwartet. Komm, gehst du wieder zurück? Okay, dann gehen wir raus. Komm, geh raus, Junge. Und dann machen wir die Seilbahn wieder flott. Tap, tap. Komm. Guck mal, Klaus, der sitzt da schön. Klaus ist ein Fuchs, Leute. So, ich sag mal so, guck mal, habe ich Schlüssel. Gute Arbeit. Die Seilbahn läuft wieder. Jetzt, wo die Seilbahn repariert ist, brauchen wir nur noch einen Ersatz für die fehlenden Gondeln. Ein Ersatz für die fehlenden Gondeln? Wir sind verarscht mit einer Telefonzelle hier. Dazu hatte ich schon einen Eintrag gemacht. Ja, dann lass das. Nein, bitte nicht. Die Zukunft scheint auch für Trüberbrook nicht halt zu machen. Weiter oben im Ort habe ich eine moderne Fernwendeanlage für jedermann entdeckt. Für alle, die gerne wissen möchten, ob die Welt am anderen Ende der Leitung noch in Ordnung ist. Also, kriegen wir alles Mögliche hier. Ist immer so. Das Ding müssen wir mal knacken. Verschlossen. So, was machen wir? Hi. Hey. Hey. Wegen der Seilbahn. Gondeln? Und da willst du echt hochfahren? Hast du etwa Angst? Was wir da finden, könnte für das Anthropologische Institut von großer Bedeutung sein. Komm schon. Und die Seilbahn sieht doch ganz stabil aus. Gretchen, was arbeitest du nochmal? Ich bin Anthropologin. Ich forsche nach einer alten protogermanischen Kultur, die wohl genau hier in der Gegend gesiedelt hat. Ist aber schon 2000 Jahre her oder so.
Das Einzige, was mir einfallen würde, okay, wäre, dass wir das Boot nehmen oder so. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Ja, was ich noch fragen wollte. Was der Dieb wohl mit meiner Abhandlung will? Kann nicht der Hellste gewesen sein. Er soll sonst eine Abhandlung über Quantenphysik klauen. Ich wollte nur kurz Hallo sagen. Okay. Denk dran, wir müssen noch die Seilbahn in Gang bringen. Okay, also wir brauchen noch irgendein Chili-Fahrzeug oder so. Ne? Keine Ahnung. Oder wir fahren mit dem Eimer hoch. Oder wir brauchen irgendwas aus dem Keller. Oder. Also mir fällt jetzt nur im Moment die... ja, entweder hier ein bisschen Blech, kriegen wir nicht, oder der Eimer, aber eigentlich finde ich das Boot irgendwie viel attraktiver. Weiß aber nicht, ob das... Den Eimer scheint man aus rein dekorativen Gründen. Ja, leck mich doch. Gartenzäune erinnern mich immer irgendwie an meine alte Nachbarschaft. Okay, lassen wir mal eben gucken, ob wir das Boot jetzt irgendwie mitnehmen können oder sowas, sonst habe ich erstmal auch keine Idee. Naja, kriegen wir nicht mit. Der Bootsverleih macht, ich weiß gar nicht, wo macht denn der auf? Und hier hinten kriegt man auch nichts mehr, ne? Ich habe ein schönes, weiches Bettlaken über das Boot gespannt. Mhm. Nimm das doch mal wieder mit. Nee, kannst du nicht. Okay. Gut, aber wo es gerade so schön ist hier am See, machen wir mal die Pause. Und ja, mehr gibt's beim nächsten Mal, okay? Also, bis dann. Ciao.